Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, heute bin ich mal am Casten. Und ja, ich ersetze heute den Slot von Benny zum zweiten Mal. Tut mir leid, Benny geht es immer noch nicht so ganz so gut. Habt ihr vielleicht auch mitgekriegt in letzter Zeit. Und er soll sich einfach mal ausruhen, haben wir gesagt. Und dann kann er dann im nächsten Jahr bei der zweiten Runde, wenn wir wieder anfangen zu casten, richtig durchstarten. Wünsche ihm auf jeden Fall alle gute Besserung in den Kommentaren. Und ja, dann konzentrieren wir uns einfach mal auf das Match, das wir heute genießen dürfen. Die gute Tanja von Degurichav, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, wurde vom guten Space Puffin oder so, ja, sorry, falls ich deinen Namen gerade gebutchert habe, eingesendet. Und ja, die kämpft heute gegen den Marshall, gegen nicht irgendeinen Marshall, sondern den Marshall von Zenobe, den Zenobe-Marshall. Wählt euren Gegner. Ja, wir können hier Tanja sehen. Tanja, mit nur 9 Jahren trat sie dem Imperium bei und bereits jetzt ist sie eine herausragende Strategin mit einer Willenskraft und dem Können zum Sieg wie kein anderer. Na, das werden wir ja sehen, ob sie sich da behaupten kann gegen den Marshall. Ich habe schon ein bisschen reingeguckt in das Match, das tut mir leid. Aber ja, werden wir sehen, denn ich musste hier und da vielleicht noch was anpassen. Der Marshall, der brauchte noch ein Häuschen. Der Marshall hat aber keinen anderen Text bekommen. Der ist trotzdem ordentlich beefed up. Und wir schauen einfach mal, wie das so aussieht. Häuser und Hotfixes und so gibt es halt immer mal hier und da im Turnier. Und ja, wenn eure KI dabei betroffen war, wurde die auch schon angeschrieben und hat auch schon Hotfix erhalten. Weitere Balance-Änderungen behalten wir uns aber vor, auf die zweite Runde zu verschieben, sodass jeder mal seine KI gesehen hat in dem Zustand, wie sie jetzt ist. Ich hoffe, alle sind jetzt auch aufgeklärt worden über den Hopfenfarm-Bug gestern bei Xander auf dem Channel. Ansonsten guckt da nochmal vorbei, guckt euch das Video an. Ich glaube, da gab es den Bad Knight versus König Artus. Falls nicht, dann habe ich jetzt schon zu viel verraten und das Video kommt noch. Aber ja, schauen wir einfach mal in das Match hier hinein und legen los. 3, 2, 1, go. Ja, schauen wir direkt mal, wie die Tanja sich aufbaut. 8 Armbrustschützen eingestellt und 4 Feuerwerfer. Die werden natürlich wieder mit 1,25 multipliziert, weil wir den leichten Vorteil für die KI haben. Also die Truppen auch mit 1,25 multipliziert. Beim leichten Vorteil für die KI werden damit 8 Armbrustschützen zu 10 und 4 Feuerwerfer zu 5. Also nicht wundern, falls das auch bei anderen KIs der Fall war und ihr bei euren KIs weniger Truppen als Starttruppen eingestellt habt. Ja, aber Tanja baut hier schon mal eine ordentliche Festung auf. Wir sehen direkt Söldnerposten und Baracke. Sehr früh auch direkt die Mühle, das gefällt mir. Das ist eine gute Strategie. Aber ja, sie hat gerade nicht genug Bauern, um alle ihre Häuser zu bemannen. Waffenproduktion auch schon am Start. Direkt 2 Fletcher gebaut. Und die werden hier wahrscheinlich direkt auch noch für Armbrustproduktion sorgen. Wir sehen jetzt hier auch schon, die Burg hat so eine Art Sternform. 2 große Torhäuser gebaut, die anderen beiden noch nicht. Aber ja, sieht auf jeden Fall sehr symmetrisch aus. Und ja, schauen wir direkt mal auf die Ressourcenproduktion. Da ist 1 Steinbruch, 2 Steinbrüche, 3 Steinbrüche, 4 Steinbrüche am Start. Ja, 2 Pechgruben, 1, 2, 3, 4, 5 Eisenminen. Aber da kommen wahrscheinlich noch welche dazu. Und Tanja hat aber auch schon genügend Weizenfarm gebaut. Das gefällt mir. Und mir gefällt vor allem diese besondere Burgform hier. Also mir gefällt jetzt einfach an sich die Handwerkskunst, die hier drin steckt. Man sieht hier auch die Treppen. Alles symmetrisch. Sehr schön gemacht. Hier diese inneren Aussparungen. Die sind für große Türme, wo dann noch Belagerungsgeräte draufkommen. Wo die Truppen sich innen etwas besser verteidigen können. Und außen, der Außenring ist quasi von Armbrustschützen geschützt. Ist ja die Einheit, die sowieso alle Fernkämpfer zu Staub zermalt, könnte man sagen. Und zusätzlich setzt Tanja aber auch Triebwerke ein. Und das ist eine der wenigen KIs, die mit den Triebwerken vielleicht auch was reißen kann. Ist trotzdem noch ein bisschen hintergesetzt, also nicht in der Ballistenreichweite des Gegners. Aber so ein Triebwerk kann vielleicht schon mal hier und da eine Farm zerstören. Das werden wir dann auch später noch sehen. Hier die nächste Eisenmine von Tanja. Und ja, Tanja hat aber auch noch direkt 2 Wassertrüge und 2 Brunnen gebaut.
Die Wirtschaft läuft richtig flott hier, ja, das ist gut. Und auf jeder Seite sind auch noch Feuerballisten, ich glaube. Hier ist eine, hier werden dann noch drei dazukommen. Hier sehen wir schon das eine Zelt aufgebaut. Ja, das geht richtig ab, aber wir wollen uns vielleicht auch mal den Gegner von Tanya genauer anschauen. Und das ist der gute Zinnober-Marschall hier drüben. Hat bereits eine Balliste auf dem Turm hier in der Mitte. Drei Türme insgesamt vorne und da kommen noch zwei da hinten dazu. Und ja, der setzt auch ordentlich Armbrustschützen und gepanzerte Truppen ein. Wir sehen hier Ritter als Starttruppen. Leider keine Starttruppenspots in der Burg anscheinend. Deswegen hängen die hier noch so ein bisschen wie Waschlappen am Lagerfeuer rum. Ja, aber eine Eigenheit, die mir auch vorhin schon aufgefallen ist, als ich das Match schon einmal versucht habe aufzunehmen und mir dann der Bug aufgefallen ist, dass da nicht genug Arbeiter vorhanden waren. Der Zinnober-Marschall, der benutzt Unmengen an Bierproduktion. Hier, 6 Brauereien. Der ist halt wirklich stockbesoffen, scheint mir. Zwar nur eine Schenke zum Ausschank, aber muss ja das Bier auch nicht abgeben. Der kann das ja verkaufen, exportieren, selber konsumieren. Und ja, 6 Brauereien ist auf jeden Fall eine enorme Anzahl. Damit könnte er mindestens 6 Schenken, wenn nicht sogar 12, bewirtschaften. Brauereien sind nicht ganz so effizient mit positivem Angstfaktor, da die Brauer relativ lange an den Gärten verbringen, wenn sie denn mal ihre Freuden wahrnehmen. Anders als Bäcker. Bäcker sind da nicht betroffen. Die produzieren immer durch und gönnen sich überhaupt keine Pause an den Gärten. Aber ja, Brauer sind auf jeden Fall sehr betroffen von positivem Angstfaktor. Und jetzt sehen wir ja auch schon... 1, 2 Ballisten hier unten im Mangel, 2 Ballisten hier unten im Mangel. Hier nochmal das gleiche, also der hat auch ordentlich Belagerungsbestückung hier auf den Türmen. Da kann ich euch aber schon spoilern, wir haben beschlossen auf jeden Fall Balance-Änderungen vorzunehmen und ich schätze eine der Balance-Änderungen ab Runde 2 wird das Entfernen von mehreren Belagerungsgeräten auf Türmen sein. Aber ja, da sind wir schon auf euch zugekommen, also habt ihr wahrscheinlich schon davon gehört. Aber jetzt hier für alle nochmal mein Wort offiziell. Also das wird auf jeden Fall eine der Änderungen sein. Aber wir behalten uns natürlich frei, noch mehr Änderungen vorzunehmen. Okay, schauen wir uns mal die Ressourcenproduktion hier an, die von der Tanya schon ordentlich unter Druck gesetzt wird. Vom Marschall. Die hat hier ihre Sortie arabischen Bogenschütze und 3 positive Angstfaktor schon. Und das ist nicht alles, ne? Da kommt auf jeden Fall noch mehr. Hier sind noch ein paar Spots frei. Wir sehen hier, werden auf jeden Fall noch gute... Statuen und sowas gebaut. Gute Statuen, also halt schöne Dinge, sagt man ja eigentlich. Zumindest die Bewohner des Crusader-Universums finden die schön. Und ja, deshalb sind die Truppen von Tanya auch ein bisschen beefed up. Die haben ein bisschen mehr Power hinter dem Rüssel. Auch wenn sie natürlich gegen Highground-Bogenschütze noch nicht so viel ausrichten können. Aber ja, die... werden nur noch stärker auf jeden Fall. Die Sortie-Bohrschütze können ihr vielleicht auch ein bisschen helfen, die Dominanz auf der Karte zu halten. Werden wir sehen im Spiel dann, ob vielleicht der Marschall sich irgendwie noch wehren will dagegen. Momentan hat er allerdings auch seine Sortie-Bohrschütze am Start. Und noch sieht es ganz gut aus. Es kommt halt darauf an, ob irgendwann später vielleicht das Holz knapp wird. Ist ja immer so eine Sache. Jagen tun beide KIs nicht, aber jetzt gucken wir uns doch endlich mal die Ressourcenposition von Marschall an. Und da sehen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Eisenminen. Was? 12 Eisenminen? Das ist ja enorm. Ich glaube, so viel habe ich noch nicht bei einer anderen KI bisher gesehen im Turnier. Das sind, bis auf einen Spot, sind das alle ausgenutzt. Also 12 von 13 Spots auf der eigenen. Und hier, guck mal, hier ist sogar noch ein Steinbruch auf der gegenüberliegenden Seite. Der baut also 8 Steinbrüche. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Steinbrüche bei Marschall. Wie will denn der die alle mit den... Also wie will denn die ganzen Steine abtransportieren? Das sind halt 8 Steinbrüche mit gerade mal 10 Ochsenjochen, ne? Und keine Ochsenjochen in der Burg. Quadratisch praktisch gut. Naja, er ist eher rechteckig praktisch gut. Aber ja, da kann ich euch auch nochmal ein bisschen spoilern, denn... Wer jetzt nicht wissen will, kann auch weghören, aber... Ja, das OCP-Team arbeitet auch gerade daran... die Steinbruchfunktion nochmal zu bearbeiten. Also es gibt ja diesen Ochsen-Tether-Spam-Deaktivieren-Button, den Bugfixes. Der führt allerdings dazu, dass ein anderes internes Limit greift, was da irgendwo hängt in dem im unvergesslichen und unvergleichbaren Code von Stronghold Crusader.
der Code, der ja anderen Entwicklern das fürchten lernen würde. Wie auch immer. Jedenfalls ist da irgendwo ein Artificial Limit von 10 Orc-Stetters drin, die gebaut werden. Und ja, das Patcher-Team arbeitet daran, das dynamisch anzupassen, sodass die Orc-Stetter per Query gebaut werden. Und das wären dann wahrscheinlich 3, denn es gibt noch ein Artificial Limit irgendwo, das sagt, es gibt nur 3 Orc-Stetter per Query. Das halt aber nur ausgehebelt wird durch das Platzieren von Queries und dann halt eventuell, also Queries sind übrigens Steinbrüche für die, die kein Englisch verstehen. Ja, also das Artificial Limit von Artificial heißt das, ja, eigensinnig oder wie auch immer halt, das Limit, was sich irgendwie künstlich erzeugt, das künstlich erzeugte Limit halt, was da erzeugt wurde für die Stein, für die Ochsen, ah, jetzt bin ich schon wieder raus, also für die Ochsenjochen. Wir werden überfallen! Und zwar, dass halt 3 Ochsenjochen pro Steinbruch übrig sind. Das wird halt ausgehebelt dadurch normalerweise, dass bei jedem Steinbruch automatisch immer ein Ochsen, Tether hier, so ein Ochsenjochen platziert wird. Und das wird ja eigentlich von der Ochsen-Tether-Spam-Funktion deaktiviert. Und mit der neuen Funktion soll es dann aber halt 3 Ochsenjochen pro Steinbruch geben. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie deutlich genug. Ansonsten fragt ihr nochmal in den Kommentaren, wenn ihr es nicht verstanden habt. Geil, kommen auch schon noch mehr Skirmishes zustande. Marschall mit seinen Rittern läuft in die gegnerischen Bogenschützen, aber die machen halt mit 5 Angstfaktor mittlerweile auch genug Schaden an gerüsteten Truppen. Vor allem, wenn er hier auch in die Ballistenreichweite läuft. Oh, Tanja, warum ist hier kein Belagerungsgerät auf deinem Turm? Da hat wohl jemand seine Belagerungsgeräte nicht in der richtigen Reihenfolge gesetzt. Also wenn ihr zum Beispiel noch eine Mangel drauf müsste, dann fehlt da wahrscheinlich die Mangel 2 und ist dann hier eine Mangel 3 oder so. Und dann weiß der nicht, dass noch eine Mangel kommt, weil er direkt mal die Mangel 2 die ganze Zeit sucht und versucht, die zu bauen. Aber da die nicht existiert. Ja, das ist natürlich unglücklich. Aber jetzt wisst ihr Bescheid, falls es bei euch auch ein Problem ist, ne? Also immer schön die Truppenspots am Ende setzen, erst wenn die Burg fertig ist. Und schauen, dass ihr alle Truppenspots in der Reihenfolge habt, nicht irgendwo eine Nummer ausgelassen wird. Sonst kann es zu Problemen führen. Hier auch ein Stall bisher. Das reicht halt, um die Ritter zu produzieren, die da angreifen. Aber die Waffenproduktion, ja. Krass, so viele Schmieden auch. Schmieden sind halt richtig teuer, die verbrennen richtig Geld beim Aufbau. 3, 4, 5, 6, 7. 7 Schmieden kann ich dir zählen. Ich finde das gut, dass bei Crusader die ganzen Waffenproduktionen alleine von der Dachfarbe und der Struktur des Daches erkennbar sind. Ist bei Stronghold mir nicht so leicht gefallen bisher. Ich bin dann auch die Crusader Kriegszone allgemein höherwertig, aber. Ja, da gibt es ja immer Streit. Stronghold Europe. Für die, die gerne den alten Look genießen. Aber ja, ich wollte sagen, wir speeden das Game ein bisschen ab hier. Denn momentan passiert da nicht viel. Schauen wir mal noch, wie es sich entwickelt gerade. Wir gucken vielleicht wir auch mal in die Statistik. Überfallen. Wow, 360, 70 Truppen schon für den Marschall. Und da kommt der erste Angriff von Tanja. Oh, was ist das denn hier für ein Gekleckere? Da kommt ja gar nichts. 2 Katapulte. Ja, also, okay, damit kann Tanja halt, also, das skaliert halt nicht, ne? Also noch ein Grund mehr dafür, die Angriffstruppen pro Angriff zu erhöhen. Haben wir eigentlich auch schon abgesprochen gerade. Es ist noch nicht ganz genau sicher, wie es läuft, aber wahrscheinlich werden wir die verdoppeln. Angriffstruppen pro Angriff, die dazukommen. Und andere Balance Changes noch, aber, ja, lass dich überraschen. Kommt auf jeden Fall noch ein Zusammenfassungsvideo später. Ja, Tanja wird hier... hat hier endlich den Steinbruch vom, also wird hier aggressiv, hat den Steinbruch vom Zinnober-Marschall von ihrer Seite vertrieben. Ich schätze aber, der wird gleich wieder da einsetzen. Das ist natürlich auch eine gute Holzverbrennungsquelle für den Marschall. Ich glaube, mit der Art von Wirtschaft, die er hier hat, kann er... Wow, so viele Ritter. Ein Steinbruch. Na, mal sehen, das kriegt er noch das hier. Noch einen Steinbruch, nice. Und ja, da sind sie schon tot. Das waren 40 Holz für... 20 Ritter oder so. Wirf, ne? Wäre halt Wirf, wenn die KI kein Holz mehr abbaut, aber hier ist halt noch ein ganzer Wald vorhanden. Tanja lässt sich da gar nichts bieten, ehrlich gesagt. Boah, mal wie viel Stein hier noch. Boah, so viel Stein in Vorratslage beim Marschall. Der sammelt da Vorräte für die nächste Eiszeit. Kann ja mittlerweile hier mit dem Wassergraben. Ich
bisschen umrum. Produkt ein paar Frauen ein. Ist immer gefährlich bei so einem Wassergraben, wenn da halt Arbeitergebäude stehen, dass teilweise der Eingang von denen zugebuddelt wird und die dann vielleicht nicht mehr zur Vorratslage kommen. Da ist es immer günstig dann... Oh, okay. Zweiter Angriff von Tanja. Den schneller auszugraben, bevor die Arbeitergebäude gesetzt werden. Ja, bei Häusern ist sie halt wieder, bei Wohnhäusern. Okay, zweiter Angriff von Tanja ist auch noch nicht besonders groß. Aber mittlerweile 4 Katapulte. Die könnte damit halt deutlich mehr erreichen, hätte die einfach mal eine 0 hinten dran gesetzt. Bei der Attack Force Base. Und der Marschall lässt sich immer noch nicht fliegen. Der stackt halt Truppen ohne Ende. Der baut hier einfach Truppen auf den Mauern. Natürlich auch eine Sache, die wir ein bisschen reduzieren müssen, die War Dead. Oh mein Gott, bei mir ist es so richtig laut gerade. Ich stelle es mal ein bisschen runter. Ich glaube, aber das ist bei euch trotzdem noch ganz normal. Ich sehe ja, dass ich mir extra 3 angeguckt habe. Ja, jedenfalls. Schauen wir mal hier, wie das so läuft. Der Marshall immer am Resten, aber das bringt halt leider nichts, weil hier überall noch Holz ist. Tanja ist da gut bestückt. Ordentlich Speck am Bauch. Und ja, also auch noch die Religion, ne? Plus 2 Popularity, das ist richtig fett. Das gibt Steuern ohne Ende. Und hier 9 Kapellen. Also da ist bestimmt nochmal ein Religionspunkt dazugekommen. Und mit dem positiven Angstfaktor und dem Bier, da selbst wenn die kein Holz mehr hat, mit den Steuern kriegt die halt wieder Holz, ohne Probleme. Und ja, wie ich es gerade hier so sehe, die Burg, ne? Also wir gucken vielleicht erstmal die Angriffe an, aber die Burg sieht schon irgendwie ein bisschen rechts aus, ehrlich gesagt. Also ich bin jetzt nicht so der Kenner, aber ist das hier nicht irgendwie das Symbol aus der Wehrmacht? Aus dem Zweiten Weltkrieg? Ich dachte, Tanja wäre irgendwie so ein Anime-Charakter. Aber für mich sieht das hier so aus wie so ein... Ja, so ein Wehrmacht-Symbol. Nee, ja gut, die sind halt gestorben, bevor sie überhaupt losreisen können. Und die Pikinier, ja, die machen halt gar nichts. Also, positiver Angstfaktor im Angriff ist halt nicht so sinnvoll, weil im Angriff ist halt wichtig, dass die Truppen vor allem tanky sind. In Verteidigung spielt das aber dafür nochmal eine größere Rolle. Aber ja, schauen wir mal, wie das hier weiter sich entwickelt. Und ich würde sagen, an der Stelle warte einfach mal, bis der Marshall angreift. Der sollte doch eigentlich jeden angreifen. 660 Truppen. Was hält ihn denn zurück, Mann? Marshall. Komm schon. Das kannst du dir doch nicht bieten lassen hier. Tanja hat schon 3-mal angegriffen. Okay, da kommt er. Armbrustschützen, Bogenschützen am Start. Das ist schon mal gut, ja. Das sind halt nochmal Verteidigertruppen auf den... Also wenn die halt auf dem Keep stehen, verteidigen die halt auch nochmal. Also der hat halt schon unendlich viel Wardev so gefühlt und dann noch zusätzlich Abschluss zum Angriff. Ja, ja, das ist auf jeden Fall dicke. Da kommt er mit einer Unmenge an Schwertkämpfern. Ist halt jetzt nicht die beste Technik, würde ich sagen. Denn Schwertkämpfer an sich alleine sind halt die langsamsten und schwerfälligsten Einheiten und damit auch anfälligsten Einheiten für Beschuss. Ja, und Tanja zeigt auch schon, wie man mit Feuer arbeiten kann. Aber das Torhaus, das nimmt schon richtig Schaden. Und die äußeren Welle aus. Aber schaut euch das mal an, wie schnell diese Schwertkämpfe hier ausgedünnt sind, wenn die durchs Feuer rennen. Wäre halt cool, wenn die noch bis hinterkommen. Aber momentan tanken die halt die gesamte Verteidigung. Okay, jetzt laufen sie wieder zurück. Ja, ich glaube, die haben nicht... Sind das schon genug? Okay, nur die laufen nochmal ins Feuer. Okay, okay, ja. Also. Die werden halt geschnetzelt von den Armbrustschützen. Mit 5er Angstfaktor. Das ist halt brutal. Die One-Shotten einfach. Nicht nur dritte Bogenschützen, aber. Also, ja. One-Shotten als dritte Bogenschützen. Und in dem Fall brauchen die halt auch deutlich weniger Angriff für die Schwertkämpfe dann. Wenn das Pikiniere gewesen, vielleicht hätten die ein bisschen mehr tanken können, aber so keine Chance. Und ja, Tanja ist gerade ein bisschen out of Bevölkerung, aber ich glaube, das legt sich gleich wieder. Ich glaube nicht, dass der Marschall so viel nachsetzen kann. Da kommen jetzt die Rittern durch. Okay, doch. Nochmal in die
durch, aber die werden halt sofort weggebrannt. Das sehe ich auch wieder schon als Problem hier. Feuerwerfer auf den Türmen hier, die... Egal welche Truppen hier vorne reinkommen, die werden auf jeden Fall abgefackelt. Da ohne Pikiniere glaube ich nicht, dass der Marshall da eine Chance hat. Werden wir sehen. Ich glaube, ich setze jetzt einfach mal einen kleinen Speed-Up und wir sehen uns gleich. Ja, da sind wir schon wieder beim nächsten Angriff von Zenobia Marshall und es scheint auch zeitgleich von Tanya direkt nochmal einen Angriff zu geben. Auch wenn der jetzt noch nicht besonders groß ist, weil, ja, Tanya halt einfach zu wenig Attack for Space hat, meiner Meinung nach. Aber ja, guckt euch mal diese Unmengen an Truppen an. Das sind halt leider alles nur Schwertkämpfer. Ich glaube, das reicht halt einfach nicht, da irgendwas Sinnvolles mit zustande zu bringen. Ah, sieht schon so 88 aus. Also gegen gerade KIs, die jetzt kein Feuer einsetzen oder eine schwächere Verteidigung haben, hat der mit den Schwertkämpfern sicherlich eine gute Chance später im Turnier. Und Tanya? Tanya hat halt nochmal einfach einen Step weiter, ne, gedacht. Und hier mit ihren... Oh nein, oh nein, oh bitte nicht. Oh nein. Das fühlt sich zwar gut an für die Schwertkämpfer, aber die Pferde... Ja, die wurden zu Salami verarbeitet. Und zu Lasagne natürlich. Also es sind schon ungleiche Mengen, die hier aufeinander treffen. Trotzdem, die Anzahl an Armbrustschützen hat sich halt nochmal vervielfacht auf den Türmen. Das sind jetzt mittlerweile so um die 12, 13 Armbrustschützen pro Tor mal 18, ungefähr 100 Armbrustschützen allein. Wenn ihr merkt, dass es an die Fragen geht. Aber noch halten die Feuerträger hier diese Schwertkämpfer gut im Zaum. Die brennen halt gnadenlos alles nieder. Aber da fällt das Torhaus und da werden die Massen einmal umdrehen und jetzt geht's Richtung Bergkrieg. Vielleicht schaffen sie es diesmal, ja, wenn da sich die aufteilen. Vielleicht links und rechts eine Gruppe losläuft. Ah nee, warte. Nee, der Marktplatz. Ah, okay, nee, das vergiss es. Hier ist halt kein Durchkommen bei Tanya. Die müssen alle hier durch eine Gasse laufen. Ja, man sieht ja, wie die verbrannt werden. Das ist halt... Also Feuer ist nicht OP, Feuer ist gar nicht OP, Feuer stackt ja nicht, ne? Die Einheiten sind OP, die stacken ja. Ja, also Feuer, Feuer ist auf jeden Fall ein Problem. Und gerade wegen solchen Angelegenheiten, ja, sollte man auf jeden Fall Kernkämpfer in die Angriffsarmee mitnehmen, um die Feuerwerfer halt frühzeitig zu eliminieren. Aber ja, vielleicht mit noch mehr Schwertkämpfern, vielleicht mit noch mehr Schwertkämpfern hat der Marshall eine Chance, wer weiß. Hat ja auch hier in der Umgebung die Arbeiter ein bisschen ausgelöscht. Aber da stehen halt noch viel zu viele Wirtschaftsgebäude von Tanya. Also die kommt halt einfach wieder hoch. Und hier ist halt noch ein ganzer Wald, den die abholzen kann. Holzmäßig. Selbst wenn der Marshall sich halt mit den Rittern kurzweilig immer mal einen Vorteil verschafft, indem er hier irgendwie hier und da einen Steinbruch abreißt. Das reicht halt einfach nicht. Das ist nicht genug. Da muss das Spiel noch ein bisschen weiter fortschreiten, deswegen würde ich sagen, wir setzen hier einfach mal direkt noch ein Speed-Up. Danach machen wir dann nochmal eine Lageübersicht und schauen, wie es so gelaufen ist. Bis gleich! Und ja, damit greift der Marshall mit seinem Rollator endlich mal wieder an hier. Kommt auf die Karte gefahren. Tanya schon mit dem dritten Angriff in Folge in der gleichen Zeit. Hat halt aber auch einfach fast keine Truppen vergleichsweise. Wird jetzt aber doch gefährlicher mit den Bogenschützen. Na gut, wenn sie nicht gerade direkt in die Schwertkämpfe und Verteidigung laufen. Ja, drei Kriegerke hätten es sein können. Ist aber eigentlich nur einer geworden, der schießt.
der hier wahrscheinlich auch direkt das Tor einreißen wird. Tanja gut aufgestellt. Viele, viele arabische Bogenschützen auf dem Bergfried. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber das könnten irgendwie verbrachte Sortinhalten sein. Ich weiß nicht genau, warum sie diese arabischen Bogenschützen hier alle auf ihrem Bergfried hat. Vielleicht sind das auch Angriffstruppen, die irgendwie nicht mit los wollten. Mal gucken. Ich glaube, sie rekrutiert schon neue Angreifer wieder, ne? Nee, noch nicht. Hier ist noch einer. Hier ist noch einer da, der getötet werden möchte. Ist aber auch ironisch. Zwischendurch habe ich halt den. Eine Botschaft, Herr. Oh Herr, rette unser schönes Vaterland. Vor dem Einfall dieser. Oh, okay, das ging schnell. Das ging ja richtig schnell diesmal. Ist halt auch blöderweise so ein Sollbruchstelle. Ist ja wahrscheinlich viel besser, wenn die ganze Box surrounden würden. Dann könnten die das Postbuchfeuer ein bisschen ablenken, wenn hier nicht so in so einen Knubbel reinkommen, alle auf einmal verbrennen. Aber vielleicht hat er damit eine Chance, ne? Wenn das hier einfach nur genug durchkommt über das Vorratslager, auch beim Vorratslager kann es ja nicht brennen. Oh mein Gott, wie wir das einfach sind. Die verbrennen einfach alle, holy shit. Der eine hat es aufs Vorratslager geschafft, aber halt nur einer. Stell euch mal vor, das wären alles Pikiniere, die wären halt easy hier durchgelaufen. Die überleben das Feuer halt, weil die doppelt so viel Leben haben wie die Schwertkämpfer. Ja, mit Schwertkämpfern nichts zu machen. Ach, Marschall. Ja, mit Pikinieren, die wären halt hier durchgekommen. Aber so geht's nicht. Zwischendurch hat der Marschall auch hier einfach mal den Berg eingenommen und hier die ganze die Farm beschossen. Hat Tanja zwar trotzdem wieder nicht gekümmert, aber immerhin. Können jetzt hier sehen, das Holz ist schon knapp geworden. Tanja muss jetzt hier auch drum kämpfen, das Holz vom Marschall auf der Seite hier abzuholen. Während das Holz in der Mitte die ganze Zeit umkämpft war, ständig von Triebböcken auf der einen Seite abgeschossen, Feuerblitz auf der anderen Seite, ist es jetzt mittlerweile alle. Hier stirbt gerade noch so ein Baum vor sich hin. Aber ja, Marschall hat hier oben das Holz für sich beansprucht, Tanja hier unten. Und ja, es sieht auch nicht so aus, als würde die hier wirklich denied werden, aber ich schätze, der Marschall könnte da was machen, wenn er mit seinen Rittern konstant die Holzfälle raiden würde, was er halt nicht macht, weil er versucht, den Kornspeicher abzuholen, aber da ist das Torhaus wieder da und ja, das geht ja nicht. Vielleicht hat er Glück und kann später mal mit seinen Rittern und Schwertkämpfern kombiniert angreifen. Einfach durchreiten und ein bisschen Druck machen. Es wäre halt auch echt cool, wenn die Schwertkämpfer einfach hier auf den Turm laufen und die Feuerwerfer umbringen. Und da ist ja auch eine Treffer. Ich meine, der ist halt strunzdoof, leider. Ja, was gibt's sonst noch zu berichten? Eigentlich nicht wirklich was, außer dass es schon 32 ist, 12:32. Das heißt, nicht mal 70 Jahre und dann ist es unentschieden. Und ich sehe auch schon wieder Unmengen an Außenverteidigern. Ich schätze, die müssen auch ein bisschen einschränken, sonst sind halt Raids gar nicht möglich. Aber ja, das war's erstmal von mir für das jetzt. Und ich glaube, wir setzen wieder einen kleinen Speed-Up. Und wir sehen uns gleich. Okay, da sind wir wieder. Haben wir uns den nächsten Angriff vom Marschall verdient anzugucken. 5 Paper-Chays. Ich könnte hier mittlerweile auch mal mit dem Armbrustschutz ein bisschen aufbauen. Das wäre ja schon mal was. Der Turm ist halt. Hier, ja, das Tor aus, meinte ich. Das Tor war schon direkt offen vorne. Jetzt wird der Turm nicht passiert. Ja, aber solange das Torhaus keine Feuerwehr drauf hat, ist das schon mal deutlich besser für den Marschall. Strömen halt die Schwertkämpfer auch direkt auf das Tor zu, wo sie halt hingehören. Ballen sich hier noch ein bisschen mehr. Die werden halt auch dadurch, dass sie so dicht stehen, leider noch mehr gesteckt. Und da kommen wir die Feuerschneise. Mal sehen, ob das macht. Okay, die Armee läuft hier durch die
Apotheke. Keine Apotheke. Alle sind gelb, wenn sie hier reinkommen. Ja, nice. Da brennt sie natürlich noch besser. Ja, gut. Kein Kommentar, aber das ist absoluter Abfuck. Also da geht halt nichts, ne? Wir können halt nochmal eine 2000er Kolonne Schwertkämpfe von mehr kommen und das macht immer noch keinen Unterschied. Oh, meine Güte. Tanja. Also ich glaube, die hat auf jeden Fall einen Nerf verdient für die zweite Runde. Marshall aber auch mit seinen entsprechend vielen Truppen hier. Da kommt halt auch niemand durch. Guck dir das mal an. Was ist denn das bitte hier? Wie viele Belagerungsgeräte und Bogenschützen, Armbrustschützen das einfach sind, ist... Ja, also einfach eine große Death-Wall-Zahl einzutragen, ist halt keine Kunst. 7 gewachsen. Aber ich will euch nicht länger langweilen. Ich würde sagen, wir schauen mal, wie lange das Spiel noch läuft. 40 Jahre maximal. Guck mal, ob noch der Marshall noch einen schicken Angriff raushaut. Würde gerne nochmal sehen, ob vielleicht diesmal eine Chance hat, die Türme irgendwie einzureißen. Ja, wenn er halt Katapulte hätte, könnte er halt mehr als nur die Front einreißen, wenn er sich dann die inneren Türme verlegen. Und mit Feuerblisten halt die Burg anzünden. Aber mit nur Triebwerken macht es sich schwierig. Triebwerke sind da halt leider nur so eine Einbruchmethode, aber keine Heilmittel für andere Türme und sowas. Ja, okay, dann Speed up und wir sehen uns gleich. Ja, da sind wir wieder. Tanja greift wieder an. Man muss sich mal überlegen, ne, wie oft die jetzt schon angegriffen hat. Wenn die halt einfach die Truppen genauso lange sammeln würde wie der Marschall, dann hätten die halt hier Unmengen an dritten Bogenschützen. Dann könnten die bestimmt den Marschall ausnocken. Aber so ist halt leider keine Chance. Wieder greift sich hier mit den Katapulten an. Aber ja, der Marschall ist halt einfach viel zu dick für Stück. 1450 Truppen mittlerweile und da ist der Angriff halt. Also das ist halt leider einfach keine kritische Masse. Stellt euch mal vor, dass wenn jetzt hier die 3- oder 4-fache Armee, so wie bei Marshall, dass sie sich einfach gesammelt hätte, dann alle noch einmal angegriffen hätten, dann hätte sie vielleicht eine Chance, aber so ist es halt so gekoppelt. Ich glaube, wir können jetzt hier auch gleich dabei bleiben, denn der Marshall wird wahrscheinlich jeden Moment angreifen. Er hat ja schon so viele Truppen. 1500 Truppen, Leute, also das sind halt schon Mengen, das, ja, das ist halt dann einfach Waste, wenn ihr damit nichts schafft. Dann merkt man halt dann doch, wo eine Angriffsoffensive effizient ist und wo nicht. Und immerhin, er kommt hier überall in die Belagerungsgeräte rein, außer einen T-Box, sind alle besetzt worden. Die Armschützen werden aber hier direkt weggeflext. Okay. Das Tor ist fast tot. Erstmal Turm. Okay, wir sind jetzt alle direkt. Wir wollen jetzt hier alle reinmarschieren, die Schwertis. Der Turm wird hier ordentlich geschossen. Und da wieder die eigenen Festwolken. Direkt mal ein bisschen Reduktion. Wir sehen auch, ja, da sind einfach zu viele Feuerwerfer immer noch. Jetzt kommen die Schwertkämpfer aber auch auf das Vorratslager. Hier sieht gefährlich aus. Ich hier auch auf der Seite lenkt die Armbrustschützen ein bisschen ab. Nein, da ist es wieder. Ist es wieder zu spät. Leider haben sie es nicht geschafft. Ja, jetzt, also, das war's halt, ne? Das waren alle Truppen von Marshall. Und es hat ja schon über 20 Jahre gebraucht, um hier den Angriff zustande zu bringen. Das ist leider nicht genug. Jetzt hätte er es vielleicht schaffen können, wenn er nicht ganz so viele Death-Truppen da gewesen. Da war die Feuergasse gar nicht so OP, aber ich meine mit Pikinieren, ne? Hätte er Pikiniere gehabt. Wäre er durchgekommen. Ich schätze, dann spuren wir jetzt einfach mal vor bis zum Ende.
und schauen, ob noch irgendwas passiert. Und ja, wir sehen uns gleich, denn dann gibt es ja wahrscheinlich gleich einen Unentschieden. Damit ist das letzte Jahr angebrochen. Ja, wir haben schon März 1301. Gilt das Match offiziell als unentschieden. Und ich glaube, wir werden jetzt auch nicht mehr viele neue Sachen sehen. Also würden auch nicht viele neue Sachen sehen. Wir werden es auch nicht sehen. Denn selbst wenn der Marschall hier noch 3000 Schwertkämpfe drauflegt, wird das Spiel immer noch genauso aussehen. Es sind noch hier eine Menge verbackte Bauern. Nicht genau sicher, woran es liegt. Ich glaube, das sind die, die nicht zu den guten Dingen finden und daher hier einfach ihre Pause auf den Vorschlag machen. Das war eine gute Technik hier, die einzumauern, damit man da halt nicht so viel Zeit vertrödelt mit dem Laufweg. Und ja, die Britannia hat eine echt schicke Burg, auch auf jeden Fall effizient und das Design auf jeden Fall sehr ausgeklügelt mit dem Feuerkanal hier. Muss aber leider ein bisschen, also da muss man auf jeden Fall ein bisschen nerven, denke ich. Und ja, gucken wir uns noch den letzten Angriff hier von der guten Tanja an. Schauen wir, wie der läuft. Ich meine, da ist halt einfach leider nicht so viel zu holen. Die berittenen Bogenschützen verbrennen hier halt instant in dem abartigen Hagel von Pfeilen und Armbrustbolzen. Und der Bergfried, der schießt ja auch noch mit drauf. Es sind auch nochmal Armbrustschützen und Bogenschützen drauf. Es sind ja hier keine berittenen Bogenschützen im Angriff verwendet. Der Marschall benutzt ausschließlich europäische Truppen. Ja, das war's dann erstmal unentschieden für das Hinspiel und wir sehen uns dann nach einer kurzen Pause im Rückspiel. Und ja, ich würde jetzt gerne die Statistik sehen, aber geht leider nicht. Die Karte ist nicht unlocked, sonst könnte man jetzt den Lord einfach in den Gegner steuern. Und ja, bis gleich im Rückspiel dann. Eine kleine Pause für die Community, aber eine lange Pause für mich. Und damit willkommen zurück fürs Rückspiel. 3, 2, 1 und Start. Und ja, wir haben ja vorhin die Tanja beim Aufbau beobachtet. Ich glaube, wir gucken uns mal den Marschall ein bisschen an. Der hier immer noch seine Ritter am Lagerfeuer stehen lässt. Schwache Leistung. Armbrustschützen 4 Stück eingestellt auch als Truppen. Und der rekrutiert direkt Bogenschützen. Gefällt mir. Ich doch mal ein bisschen langsamer schalten. Er hat daher auch direkt Gerbereien aufgestellt. Das ist sehr vernünftig, denn am Anfang wird die KI sonst meistens nicht genug Gold haben, um irgendwelche Truppen zu rekrutieren und halt auch keine Lederharnische kaufen. Deswegen ist es gut, immer Armbrust- und Lederharnischmacher zu bauen, wenn man frühe Armbrustschützen haben möchte. Oder halt das Rekrut-Gold-Threshold sehr niedrig zu setzen, dann geht das zur Not auch. Hat man dann aber hinterher später Nachteile, die anderen Gebäude irgendwie aufgestellt zu kriegen. Okay, wir sehen wieder die Unmengen an Produktionsgebäuden, die aufgestellt werden. Das ist ja nichts Neues für uns, das haben wir eben schon lang und breit diskutiert. Wir sehen auch wieder die Unmengen an Bier, die hergestellt werden. Aber wir sehen auch, der kommt mit den Häusern gar nicht ganz hinterher hier. Da kann ich euch auch versichern, neuer Change is incoming. Häuserbau wird auch revolutioniert für die KI vom nächsten Unofficial Crusader Patch. Aber es sind so viele geile Funktionen drin, die jetzt noch nicht in der Pre-Release-Version drin sind, die wir hier haben. Als UCP, NAS, KI-Turnier konnten wir ein paar Sachen schon snacken. Aber ja, seid auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, der Patch dauert nicht mehr zu lange zu releasen, aber man kann es nie genau abschätzen. Wir werden überfallen! Freut euch auf jeden Fall schon mal drauf. Freut euch auf jeden Fall drauf, da gibt es so viele coole Änderungen. Der Marschall freut sich auch über den ganzen Stein, der hier im Vorschlag ist und baut halt trotzdem seine Türme nicht. Jetzt erst zum Schluss. Wahrscheinlich sind die so spät in den Build-Steps drin. Oder der hat da ein paar Pausen drin gemacht. Pausen im Builds sind halt meistens sehr ineffizient, weil der Sachen, selbst die vor der Pause gesetzt wurden, dann trotzdem nicht baut. Ja, wir sehen, Tanja wird wahrscheinlich gleich wieder angreifen, ein paar Mal. Vielleicht ist sie ja diesmal ein bisschen einfacher zu überwinden, jetzt wo die Seite anders ist. Aber ich mache mir eigentlich nicht so viele Hoffnungen, dass das Spiel anders verlaufen wird als das letzte.
Gucken wir uns mal das Holz an. Rehe werden immer noch nicht gejagt, ist klar. Gibt ja keinen Jäger auf der Karte gerade. Und der Marshall hat wieder mal hier. Ist wieder in das Gebiet eingedrungen von der Tanja, hat seinen Steinbruch. Wie so einen Intruder, so ein Eindringling hier einfach aufgestellt. Drei Ochsenjochen von Tanja hier auf dem Plateau. Für den Steinbruch, die sind halt alle ineffizient. Schade an mich. Der Wald hier oben wird jetzt schon bearbeitet. Aber ich schätze auch, das Holz wird im Laufe des Spiels nicht knapp werden. Kathedrale und Kapellen stehen alle. Die Verteidigung wird immer größer. Guck mal, was die Sword-Units machen. Die laufen halt hier in die Bogenschützen rein. Pikiniere sind halt echt nicht gut gegen Bogenschützen. Sword-Pikiniere an sich sind jetzt nicht schlecht. Aber Sorties, naja. Also die sind halt besser gegen so Armbrustschützen auf dem Turm. So ein paar. Und dann gerade gegen den Spieler sind die halt besonders nervig. Können halt einfach mal an deinen Turm reinrennen, ne? Wenn du hier so einen Turm nah am Gegner gebaut hast. Und den ganzen Armbrustschützen töten. Hier in dem Fall, ja, töten sie immer mal ein paar Bogenschützen. Aber ja, die ganzen kleinen Fights auf der Karte bringen leider uns nicht voran. Da kommt auch schon der zweite Angriff von Tanne, den ersten scheinbar verpasst zu haben. Aber ja, die Angriffe sind halt noch so klein, da passiert nicht viel. Income ist ordentlich vorhanden für den Marshall, für seine Truppen. Bin gespannt auf seinen ersten Angriff. Der kommt ja meistens noch bevor die Verteidigung voll besetzt ist. Das hier ist, glaube ich, noch nicht das Maximum. Auch wenn sie schon auf 5 Angstfaktor sind. Überfallen. Schon voll auf Dope hier. Na komm. Greif an, du Zinnobel Marshall, du. Das ist irgendwie eigentlich von der Farbe abgeleitet. Zinnober. Ja, okay, jetzt ist die Verteidigung auch voll besetzt bald. Macht es auch keinen Unterschied mehr. Es werden immer mehr und mehr. Wahrscheinlich greift Tanja nochmal an, bevor der Marshall hier zum Zuge kommt. Ich meine, der kommt immer mit seinen Rittern hier vorbei, aber das bringt ja halt leider nichts, weil einfach die Steuereinnahmen so hoch sind, dass sie sich jedes Holz kaufen kann, das sie bräuchte, um diese Steinbrüche zu ersetzen, selbst wenn sie keine Holz-Income hätte. Und jetzt hat sie halt Holz-Income, daher. Ja. Oder halt Stein-Income, um das zu verkaufen. Und da kommt auch schon der dritte Angriff von Tanja. Ein bisschen langsamer. Ich erwarte eigentlich, dass der nächste Angriff von Marshall jetzt kommt. Ja, genau. Also der erste, beziehungsweise. Weil jetzt ist mal auch so beim dritten Angriff von Tanja. Der erste von Marshall. Und stellt euch mal vor, Tanja hätte jetzt hier alles gespart. Dann hätte sie halt einen deutlich stärkeren Angriff fahren können. Und würde halt auch stärker skalieren, ne? Und ja, ab Runde 2 wird sie ja wahrscheinlich dann stärker skalieren, wenn wir die Angriffstruppenerhöhung drin haben. Okay, dann gucken wir uns nochmal an, wie weit der Zinnober Marshall hier kommt. Jetzt von unten links mit den Armbrustschützen, diesmal nicht direkt reingerannt, um alles zu wasten. Aber sitzt sich hier langsam vor in so einer konkaven Formation. Ja, die werden halt schon wieder komplett verbrannt, die Schwertfläche hier. Der Wassergraben noch nicht mal fertig diesmal. Kommen diesmal hier auch an der Seite an. Ansonsten, der Wassergraben ist schon ein krasser Schutz eigentlich. Wenn der hier die komplette Seite deckt, können halt die Truppen da nicht durchbrechen. Der ist auf jeden Fall doch noch eine gute Verteidigung neben den Türmen. Und sieht doch so aus, als würde der gerade nicht komplett umgegraben, weil hier vielleicht irgendwo ein Wassergraben fehlt, ein Stückchen. Ist wahrscheinlich wieder irgendein Arbeiter, der den blockiert hat. Sehen man auch gerade hier die Arbeiter von den Brauereien haben gerade ein bisschen stillgestanden. Ja, kein Hopfen da. Aber eigentlich hat sie genug aufgefahren, die Tanja, oder? Ja, 1, 2, 3. Das reicht vollkommen aus. Ja, dann können wir uns wieder auf ein langes Warten gefasst machen, ne? Dann sehen wir uns in gleich quasi. Und ja, ich würde jetzt einfach mal wieder ein Speed-Up setzen. Bis gleich. Okay, ja, da haben wir den nächsten Angriff von Marshall. Und Marshalls Angriff ist halt immer noch nicht wirklich potent. Ich kann jetzt auch wieder hier in die Armbrustschützen rein. Ist ja aber legitim, ist ja kein Problem. Das Tor ist fast tot schon.
Und man muss sich halt mal vor Augen halten, wie viele Ritter der die ganze Zeit einsetzt. Der wäre halt in einem 2v2 dann doch mal noch ein Stückchen gefährlicher. Gerade wenn da halt nicht so viele Ressourcen OKI auf der Map sind vielleicht. Da kann der dann deutlich rasieren. Und da ist es offen. Jetzt sehen wir gleich, ob die genauso verbrennen wie letztes Mal. Oder ob es vielleicht anders, ein bisschen anders aussieht. Wird es ja eigentlich symmetrisch, also... Ja, sieht schon wieder genauso aus hier. Die brennen halt einfach weg wie Maden, ne? Oder Fliegen. Die sterben wie Fliegensachen, ja. Also ich meine, selbst wenn die auf das Vorwasser gekommen, die sind halt überhaupt nicht gefährlich. Das sind einfach viel zu viele Verteidiger. Das haben wir vielleicht nicht ganz so viele arabische Bogenschützen auf dem Bergfisch wie letztes Mal. Die waren ja ein bisschen ausgepackt. Aber das reicht halt noch lange nicht. Selbst wenn die beiden Türme hier vorne tot sind. Keine Chance. Und ich denke, da machen wir direkt den nächsten Speedup rein. Angriff Numero 3. Wir haben es endlich geschafft. 4 Triebwerke mittlerweile und gleichzeitig auch hier der 6. Angriff oder der 9. Angriff schon von der guten Tanja. Die stark gegen die Triebwerke vorgeht, auf jeden Fall mit den dritten Bohrschützen. Aber es sieht halt, also ich meine, guckt euch mal diese Armee an und dann guckt euch mal diese Armee an und dann sieht man ja wirklich also der Unterschied. Ja, ist schon irgendwie ein bisschen kläglich. Ich weiß auch gar nicht, ob man das hier eigentlich Angriff nennen darf. Ich würde wahrscheinlich sagen, es ist eher so eine Art Opferung. So ein Ritual, in dem Männer mit möglichst teuren Rüstungen auf den Gegner zumarschieren, um sich zu opfern, im Feuer zu brennen. Vor dem Einfall dieser ungläubigen Ja, die ungläubigen Opferlämmer werden jetzt hier für die Tanja dargeboten. Mal sehen, ob sie das Opfer annimmt. Sieht so aus. Ja, sie nimmt das Opfer an. Der Feuertod erwartet euch und die Opferlämmer laufen halt gerade rein in die Flammen, wie sie sehen. Genau das ist ihr Ziel. Sie wissen halt, da müssen sie rein. Das ist ihr Lebens. Elixier hier zu verbrennen. Stellt euch mal vor, ihr werdet so ein Schwertkämpfer, ne, in so einer Armee und lauft einfach in diese Feuerschlucht hinein. Ihr wisst halt genau, was auf euch wartet. Und ihr könnt einfach nichts dagegen tun. Ja, da wären wir mit dem
finalen Angriff vom Zenobe-Marschall. Lieber Zenobe-Marschall, du wurdest eingeladen zur Feier, zum Ritual, zur Zelebration des Festes des Feuers in der Nachbarburg bei der guten Tanja. Treffpunkt ist natürlich wie immer auf dem Söldnerposten. Bring deine ganzen Kühe und Männer mit. Alle sind willkommen. Naja, kommt ruhig rein. Da. Warum auch nicht? Auch die Ungläubigen. Naja, die ungläubigen Eindringlinge. Und diesmal, das erste Mal sehen wir jetzt, dass Tanja auch ihre eigenen Treffen verbrennt, ohne Wenn und Aber. Die hat da gar, die macht da keine Ausnahme. Freund oder Feind, alle dürfen teilnehmen am Ritual. Na, hat's gereicht? Es sind halt so viele Feuerwerfer. Das würde wahrscheinlich auch anders sehen mit ein paar weniger Feuerwerfern. Also ich bin gespannt, wie das dann wird bei Tanja, wenn da die Verteidigungstruppen deutlich genervt sind. Aber momentan ist halt leider kein Durchkommen für den Zenobe-Marschall. Und ja, Leute, da haben wir es. 1301, es ist das zweite Unentschieden von Tanja gegen Marschall, aber ich würde sagen, Marschall, wir schauen uns mal noch bei Tanja ein bisschen was an. Die elfte Göttin, die Bataillonskommandantin, das Ass der Asse, der tollwütige Hund, die silberne, das weiße Silber, das rostende Silber, okay. Ja, schon ein bisschen rostig, die Tanja. Die am runden Tisch. Sollte auf jeden Fall noch ein Update kriegen irgendwann mit ein paar mehr Angriffsrufen. Jeder weiß, wo er steht. Aber ja, schauen wir doch einfach mal, wie das so mit den Sprüchen aussieht. Und ja, geben wir da ein bisschen Gold. Schauen wir, wie die es sind sich nicht genügend Arbeiter hier vorhanden. Geht zwei Tanjas nebeneinander, nehmen sich ein bisschen Platz. Hatten Sie nicht behauptet, Sie seien bereit für den Kampf? Ja, 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 noch alles gut, oder? Tanja. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden. Eine Botschaft, Herr. Hatten Sie nicht behauptet, Sie seien bereit für den Kampf? Eine Botschaft, Herr. Das war doch zu erwarten. Hey, okay, das sagt sie auch wieder, okay. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Sagen wir mal so, ne? Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Es sind nicht genügend Arbeiter. Also das ist der Hilfe gesucht, um das Gebäude zu verwalten. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Eine Botschaft, Herr. Auf keinen Fall, Sie sind am Ende Ihrer Kräfte. Okay, vielleicht kriegen wir ja Brot. Eine Botschaft, Herr. Das war doch zu erwarten. Das war doch zu erwarten. Das war doch zu erwarten. Eure Verbündeten. Na komm, sag nochmal. Eine Botschaft, Herr. Das war doch zu erwarten. Eure Verbündeten. Okay. Greif mal die gelbe an. Na komm. Eine Botschaft, Herr. Auf keinen Fall. Sie sind am Ende gerettet. Na gut, okay. Das hätten wir eigentlich wissen können. Ja, vielleicht können wir ja den nebenan hier auslöschen. Der Marsch wird uns gut tun. Machen Sie sich mächtig. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Sehen, was passiert. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden. Irgendwo muss offen sein, das hätten wir nicht in den Krieg gehen können. Spannend, wo die lang marschieren. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, nee, um das Gebäude zu verwalten. Das wird wahrscheinlich nicht. Ja, die sind jetzt halt alle verreckt. Naja, gut, egal. War jetzt nicht der beste Befehl, aber okay, da doch, kommen einige durch. Die hat jetzt
schickt uns keine Angst in die Blaue. Wirklich wieder. Ich wollte eigentlich schon ein bisschen Angst schieben. Hälfte noch übrig, dann wird es reich. Zu Diensten! Vorwärts, Pikiniere! Nee, reicht auf jeden Fall nicht. Ja, beim nächsten Mal vielleicht. Hatten Sie nicht behauptet, Sie seien bereit für eine Botschaft, Herr! Oh Herr, rette unser schönes Vaterland. Ah ja, ja, gut, das kann ich schon. Ungläubigen, ich will eigentlich eher mal den Spruch hören, wenn sie einen besiegt. Vielleicht, dass die Verbündete einen besiegt. Reicht ja schon. Na komm. Was wünscht ihr? Verzeihung, Sire. In Ordnung. Na komm. Der Marsch wird uns gut tun. Wie ihr befehlt. Trotz der Gefahr. Fasst euch ein Herz, Brüder. Können doch hier angreifen, oder? Der Marsch ist ein harter Kampf. Ich glaube, die machen das nicht. Zu Schultert die Waffen. Wie ihr befehlt. Mal sehen, ob das vielleicht funktioniert. Na komm. Da können wir vielleicht die Orangen so weit pushen, dass die dann auch uns Hilfe schickt. Eine Botschaft, Herr. Okay, leider nicht. Na komm, na komm. Es sind oh ja, wird die doch hier umdrehen, die kann ja. Um das Gebäude zu verwalten. Immerhin, es steht der Kornspeicher. Was wünscht ihr? Ja, dann mach es mal so. Na, etwas, das wir kontrollieren können. Vielleicht reicht das ja auch schon. Okay, interessant. Das war recht leise diesmal. Jetzt können wir hier die Grüne verteidigen. Eine Botschaft, Herr. Das war doch zu erwarten. Mal sehen, ob irgendjemand vielleicht die Grüne umbringt. Ich meine, leider kriegen wir da keinen Spruch, weil es kein einzelnes Team ist, aber. Um das Gebäude zu verwalten. Ja, ich würde gerne nochmal die Hilfe. Das war doch zu erwarten. Ist, glaube ich, aber dann nichts anderes. Eine Botschaft. Da ist noch ein Vasio drin. Eine Botschaft, Herr. Das war doch. Eine Botschaft, Herr. Oh Herr, rette unser schönes Vaterland. Das kennen wir schon. Vor dem Einfall dieser ungläubigen Eindringlinge. Na gut, egal. Ich glaube, wir haben genug gesehen. Wobei, wir können vielleicht noch den Death-Spruch hören. Ne? Unsere Verbündeten. Eine Botschaft, Herr. Okay. Na gut. Ja, damit vielen Dank fürs Anschauen. Morgen, nicht morgen. Wobei, vielleicht geht's auch morgen weiter. Diese Woche kommt auf jeden Fall noch ein Video mehr bei Xander auf dem Kanal. Schaut ja vorbei. Am Mittwoch kommt wieder was bei Wurzelcluster. Am Freitag, dann direkt nach Heiligabend, gibt's wieder was bei mir auf dem Channel. Da auch nochmal vorbeischauen. Samstag wieder bei Hacksülze und Sonntag wieder bei Xander. Und dann gibt's ein Zusammenfassungsvideo wieder bei mir auf dem Channel nochmal für die Runde. Da gibt's dann auch ein paar Updates zu den Balance Changes. Und ja, da sehen wir uns dann. Ich freue mich auf jeden Fall auf jedes Kommentar unten im Chat. Wenn ihr irgendwas wissen wollt, fragt einfach und joint auch den Discord-Server von Hacksülze. Und ja, falls ihr selber spielen wollt, da ist auch noch ein Turnier verlinkt. Das ist mit 100 Euro Preisgeld. Ne, 100 Euro nicht, sondern 100 Dollar. Von Grin, das ist auch mit dem UCP und da spielen auch ein paar Noobs damit. Also das ist kein High-Level, das ist eher so um den neuen Stil mit dem UCP quasi ein bisschen zu promoten. Um da ein bisschen neuere Erfahrungen zu machen und da könnt ihr auf jeden Fall teilnehmen. Mindestens an den Qualifiers im Januar geht's dann los. Schaut auf jeden Fall auch mal vorbei. Grin.com ist die Webseite. Da steht dann alles erklärt. Ist halt auf Englisch, aber das sollte trotzdem machbar sein und verständlich sein. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr dann einfach danach fragen. Genau, bei Grin auf dem Discord zu Not. Kann ich auch auf Deutsch beantworten. Das ist auch kein Problem. Ich freue mich da auf jeden Fall noch ein paar Leute spielen zu sehen. Vielleicht mal den ohne Friedenszeit-Stil ausprobieren wollen, der ein bisschen taktischer ist und ja, mehr die Mechaniken von Strong Crusader auch ausnutzt. Aber ja, damit genug gesagt, genug Advertisement, genug Placement hier. Freue mich auf jeden, der da mitmacht, freue mich auf alle, die weiter mit zuschauen und ja, haltet die Ohren steif. Und ja, viele tolle Geschenke wünsche ich euch. Bis dann!